Von dem Kalten Krieg sollte jeder schon mal was gehört haben. Das Gute daran war, der blieb auch mehr oder weniger kalt. Damit bezeichnet man die Nachkriegszeit bis etwa 1989, in der es glücklicherweise nicht zu einer direkten militärischen Auseinandersetzung zwischen den USA und der Sowjetunion kam. Aber ist auch gar nicht das Thema. Wichtig ist nur zu wissen, dass Hauptbestandteil dieses Kalten Krieges ein Wettrüsten war. Dabei ging es eben nicht nur um militärisches Equipment, sondern es gab einen allesumfassenden Konkurrenzkampf zwischen West und Ost. Und dieser wurde zum Beispiel mit dem Wettlauf ins All ausgetragen, wo es um die erste bemannte Mondlandung ging. Oder eben im Flugzeugbau. Gestern, vor genau 50 Jahren, startete die Concorde zu ihrem Erstflug. Was alles davor passiert ist, damit das überhaupt erst möglich war, zu dieser Zeit, das schauen wir uns heute mal an. Und damit viel Spaß beim Video. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Der Zweite Weltkrieg brachte die in Flugzeugen verwendete Technologie ohne Zweifel nochmal auf ein ganz neues Level. Und auch wenn Flugzeuge sich durch immer neue und optimierte Konstruktionsweisen langsam aber sicher an die sogenannte kritische Machtzahl rantasteten, baute sich das Überschreiten von Mach 1 und damit das Fliegen im Überschallbereich wie eine kaum durchdringbare Wand vor den Ingenieuren und den Piloten mit ihren Flugzeugen auf. Als kritische Machtzahl bezeichnet man die Machtzahl, bei der an bestimmten Stellen des Flugzeugs meist auf der Tragflächenoberseite, da dort die Strömungsgeschwindigkeit höher ist als die eigentliche Fluggeschwindigkeit, bei der an bestimmten Stellen des Flugzeuges eine Strömung mit Schallgeschwindigkeit auftritt. Im Idealfall wäre diese kritische Machtzahl genau 1, aber aus eben genannten Gründen ist das meist 0,9 irgendwas. Und egal, was die Piloten zu dieser Zeit mit ihren Flugzeugen probierten, am liebsten direkt im Sturzflug aus mehreren tausend Metern, wenn sie sich der kritischen Machtzahl annäherten oder kurz davor waren, die sogenannte Schallmauer zu durchbrechen, dann waren entweder die mechanischen Belastungen für das Flugzeug zu hoch, die Steuerwirkung ging verloren oder was auch immer. Und mit etwas Glück kam man dann aus dieser Situation wieder raus oder man hatte eben etwas Pech und stürzte im schlimmsten Fall mit seinem Flugzeug ab oder das Flugzeug brach auseinander oder was auch immer. Das passierte zu dieser Zeit einigen Piloten. Bis 1947 gab es zwar eine Handvoll Piloten, die es scheinbar geschafft hatten, mit ihrem Flugzeug die Schallmauer zu durchbrechen, allerdings wurde das nie nachgewiesen, beziehungsweise sie hatten keine Beweise dafür. Und erzählen, dass man die Schallmauer durchbrochen hat, das kann ja jeder. Erst im Oktober 1947 gelang es dann Chuck Yeager in seiner Bell X1 die Schallmauer offiziell und nachweislich zu durchbrechen. Und dafür musste er nicht einmal in den Sturzflug gehen. Aber gut, diese ganze Thematik mit dem Überschallfliegen, was da aerodynamisch passiert, warum es in Anführungszeichen so schwer ist, diese Schallmauer zu durchbrechen und warum es dann wieder vergleichsweise einfach ist, weiter zu beschleunigen, das können wir uns nochmal in einem ausführlichen Video wann anders angucken. Wichtig ist nur zu verstehen, dass da vieles in Bewegung gesetzt werden musste und vieles verändert werden musste, um ein Flugzeug Ende der 1940er Jahre schneller als der Schall fliegen zu lassen. Und es ist natürlich völlig klar, dass man dann schnellstmöglich die Vorteile der Überschallfliegerei nicht nur militärisch, sondern auch in der zivilen Luftfahrt für sich nutzen wollte. Und da waren dann so Mitte der 1950er, Ende der 1950er Jahre alle total angefixt, das endlich mal umzusetzen. Denn nachdem man es geschafft hatte, größere Kampfflugzeuge, größere Aufklärungsflugzeuge zu bauen, deren Höchstgeschwindigkeiten deutlich über Mach 1 lagen, da galt es auch als möglich, ein Passagierflugzeug mit Höchstgeschwindigkeiten deutlich über Mach 1 zu bauen. Und das war dann ganz plötzlich das neue große Hauptziel in der sowjetischen, in der amerikanischen und auch in der europäischen zivilen Luftfahrt. Jeder wollte so schnell es geht und wenn es geht als erster, ein möglichst großes, aber auch möglichst schnelles Überschallpassagierflugzeug bauen. Und das war nichts anderes als ein riesengroßer Konkurrenzkampf. Es gab danach bis jetzt wahrscheinlich nie wieder ein ziviles Luftfahrtprojekt, das so sehr durch die Politik beeinflusst war und das im Gegenzug dann ja auch für die nächsten Jahre, nächsten Jahrzehnte die Politik so beeinflusste. Und es war ja völlig klar, wer es jetzt hier schaffte, als erstes ein wirklich gut funktionierendes Überschallpassagierflugzeug zu bauen, mit denen die Airlines auch was anfangen können, mit denen die Passagiere etwas anfangen können und das sicher funktionieren kann, der zieht dann eine ganze Menge Blicke, eine ganze Menge Aufmerksamkeit auf sich und damit lassen sich doch dann hundertprozentig direkt mal Rückschlüsse auf die Macht des Landes ziehen. Also hier musste man auf jeden Fall Erster werden, ein riesiger Ost-West-Konflikt. Nachdem man in Europa dann Ende der 1950er Jahre dutzende Ideen und dutzende Designvorschläge für ein solches Flugzeug entwarf und sie besprach, war man bei Boeing in den USA schon ein ganzes Stück weiter. Da beschäftigte man sich schon ganz klar mit dem Problem, die einem begegnen, wenn man mit einem Passagierflugzeug schneller als Mach 1 fliegen möchte. Mit den Problemen, die kurz davor auftreten, bei der eben angesprochenen kritischen Machtzahl, mit den Problemen, die dann auftreten, wenn man wirklich Mach 1 überschreitet und mit den Problemen, die dann irgendwann wann anders, bei Mach 2 oder vielleicht sogar Mach 3 kommen könnten. Und schon da, zu diesem wirklich frühen Zeitpunkt in der Entwicklung, war schon völlig klar, dass dieses Flugzeug, zumindest nach den Vorstellungen, die man damals von einem großen Überschallpassagierflugzeug hatte, dass das aus wirtschaftlicher, finanzieller und auch ökologischer Sicht überhaupt keinen Sinn ergeben wird, was man da baut.
und aus finanzieller Sicht dummerweise nahezu auch gar nicht möglich ist, was die Pläne bei Boeing für ein Überschallpassagierflugzeug auch direkt mal wieder einbremste. Und auch auf der anderen Seite des Atlantiks in Europa wurde relativ schnell klar, dass es da aus finanzieller Sicht noch ein großes Fragezeichen gibt, beziehungsweise dass das ein Land mal ebenso auf gar keinen Fall alleine wuppen kann. Deswegen taten sich 1959 Frankreich und Großbritannien zusammen, holten sich alle schlauen Köpfe der damals noch zahlreichen Flugzeughersteller aus den beiden Ländern. Wir müssen mal überlegen, was das allein für ein logistischer Aufwand ist, die Leute alle zusammenzubringen. Und allein nur die sprachliche Barriere zwischen Engländern und Franzosen zu überwinden, war sicherlich alles andere als einfach. 150 Millionen Pfund erwarteten damals die Engländer und Franzosen als mögliche Entwicklungskosten für das neue Überschallpassagierflugzeug. Ist wahrscheinlich kein Geheimnis, dass man sich da ein bisschen geirrt hat, aber da kommen wir später nochmal drauf zurück. Die Eckwerte für das neue Flugzeug waren dabei wahrscheinlich weltweit absolut klar. 60 bis 80 Passagiere, schneller als der Schall muss das Ding sein, und viel mehr gab es eigentlich gar nicht zu beachten. Das waren aber quasi nur die Mindestanforderungen, die man auf jeden Fall erfüllen wollte. Aber es galt natürlich, je größer und je schneller das Flugzeug wird, was man da baut, desto besser ist es am Ende des Tages wahrscheinlich auch. Die Sowjets begannen im Jahr 1963 mit der Entwicklung der Tupolev Tu-144, ihrem Überschallpassagierflugzeug. Und jetzt gab es ja für all diese Flugzeuge, keine Computersimulation oder keine Programme, bei denen man einfach mal so ein paar Werte eintippen kann und dann mal gucken kann, was rauskommt, und dann baut man das einfach mal, sondern man musste wirklich alles probieren. Von der Flügelform, von der Geschwindigkeit, was passiert mit dem Flugzeug, wenn man so schnell fliegt, und wie groß kann ein Flugzeug sein, damit es nicht auseinanderbricht, damit es stabil bleibt oder was auch immer. Man musste einfach alles austesten. Und dafür haben die Sowjets damals ihre Kampfjets genutzt, die auch damals schon deutlich schneller als Mach 1 fliegen konnten, auch schon über die zweifache Schallgeschwindigkeit hinausgekommen sind. Und bei Boeing, ja, da hatte man eigentlich da schon kein Geld mehr. Man beschäftigte sich zu der Zeit wahrscheinlich viel zu viel mit irgendwelchen abgefahrenen Konzepten und Ideen. Boeing wollte damals, das war quasi der finale Entwurf, eine Boeing 2707 bauen, so sollte das Überschallpassagierflugzeug der Amerikaner heißen. Und das Ding hätte knapp 100 Meter Rumpflänge gehabt, mit Platz für fast 300 Passagiere, und sollte Mach 2,7 fliegen. Daraus wurde dann nichts. Zu dem Zeitpunkt konnte ja auch noch niemand ahnen, dass das Flugzeug, was Boeing jetzt halt eben noch so in der Hinterhand hatte, mal ebenso nebenbei gebaut hat, die Boeing 747, dass das wirklich der große Erfolg in den nächsten Jahrzehnten werden wird und eben nicht die Überschallpassagierflugzeuge. Aber gut, das ist dann wieder ein anderes Thema. In Frankreich und Großbritannien nutzte man für die Designvorschläge, um diese wirklich umsetzen zu können oder um diese zu testen, nicht irgendwelche Kampfjets, die man schon hatte, sondern man baute, wenn man irgendwas über die Flügelform rausfinden wollte, wenn man irgendwas über Geschwindigkeit oder über was auch immer rausfinden wollte, dann baute man ein entsprechendes Erprobungsflugzeug. Und das sorgte dann im Zusammenspiel mit dem kleinen Zeitvorsprung, den man gegenüber den Sowjets mit ihrer Tu-144 hatte, das sorgte dafür, dass die Concorde am Ende des Tages schlichtweg das aerodynamisch sehr viel bessere Flugzeug war. Das Concorde-Projekt sollte in den nächsten Monaten und Jahren mehrfach wieder gestoppt werden, mehrfach auf Eis gelegt werden, denn es gab ja, wie gesagt, auch zu dieser Zeit, da wo das Flugzeug noch gar nicht fertig war, gab es schon aus vielerlei Hinsicht Gründe, warum man das Ding gar nicht erst fertig bauen sollte. Aber man war wahrscheinlich von Anfang an absolut besessen von der Idee, von dem Gedanken, ein gut funktionierendes, vernünftiges und vor allem auch sicheres Überschallpassagierflugzeug auf den Markt zu bringen. Und vor allem war man auch besessen von dem Gedanken an den Sieg über das Konkurrenzmodell aus Russland. 1964 legte man sich dann nach einigen Vergrößerungen beim Concorde-Projekt, weil man hatte ja die Daten der 2707 da aus den USA mitbekommen, was da mal draus werden sollte, und man hatte das schon so im Hinterkopf, dass das, was die Russen da bauen, dass das wahrscheinlich auch eine Ecke größer wird, legte man sich nach einigen Vergrößerungen bei der Concorde auf einen Entwurf fest. 56 Meter lang sollte das Flugzeug jetzt werden, beim Start fast 150 Tonnen schwer, ausgestattet mit Rolls-Royce Olympus-Triebwerken, so wie sie auch schon bei einem Überschallbomber eingesetzt wurden. Und jetzt musste man das Ding nur noch bauen. Das tat man, und 1967 rollte man dann die erste fertige Concorde aus der Halle. Zu diesem Zeitpunkt rechnete man mit etwa 200 Bestellungen für das neue Flugzeug in den nächsten Jahren. Auch Lufthansa hatte zu dem Zeitpunkt bereits 3 Exemplare bestellt. Bei der Konstruktionsweise der neuen Concorde gab es zur damaligen Zeit dann natürlich einige wirklich beeindruckende Besonderheiten. Die sind auch heute immer noch sehr beeindruckend. Das sind natürlich Besonderheiten, die das Flugzeug benötigt für die zukünftige Aufgabe als Überschallpassagierflugzeug. Es war ein Verkehrsflugzeug mit sogenanntem Delta-Flügel und ohne wirkliches Höhenleitwerk, denn Höhenruder und Querruder sind bei der Concorde an der Tragflächenhinterkante kombiniert. Dazu besaß die Concorde von Anfang an ein komplettes Fly-by-Wire-System. Das ist nicht genauso, wie man das heute zum Beispiel in einem A320 oder sowas findet, aber es ist durchaus irgendwo vergleichbar. War damals natürlich ein analoges System, und die Concorde war damals das erste Passagierflugzeug mit voller Fly-by-Wire-Steuerung. Das hatte man jetzt also alles schon geschafft, das hatte man alles schon umgesetzt, aber man durfte sich bei diesem Projekt spätestens jetzt noch sehr viel
weniger Fehler erlauben, als man das in den Monaten und Jahren davor sowieso schon durfte. Denn mittlerweile war das draus geworden, was heute eine Elbphilharmonie oder ein Berliner Flughafen ist. Es kostete einfach alles wahnsinnig viel mehr und es dauerte auch länger, als man das irgendwann mal gedacht hatte. Und zu allem Überfluss gab es ja zu dem Zeitpunkt schon kein einziges Argument, das aus wirtschaftlicher Sicht für eine Concorde sprach. Und warum, aus welchen Gründen sollte sich das in den nächsten Jahren, in den nächsten Jahrzehnten verbessern? Aber gut, man baut das Flugzeug erstmal fertig. Währenddessen sind die Russen natürlich auch immer noch dabei, das alles top secret da drüben zusammenzuschustern. Und überraschenderweise brachten sie dann am 31. Dezember 1968 ihre erste Tu-144 in die Luft. Während sie ganz nebenbei auch noch damit beschäftigt waren, überhaupt erst mit Testflugzeugen noch die finale Form des Delta-Flügels für dieses Flugzeug auszutüfteln. Also mit anderen Worten, die Tu-144 war noch nicht fertig. Sie war alles andere als ausgereift, es war ein absoluter Prototyp, aber das Flugzeug ist geflogen und das vor der Concorde. Auch die Tu-144, die jetzt ganz offiziell das erste Überschallpassagierflugzeug in der Luft war, zwar noch lange nicht in Dienst gestellt war, aber sie flog immerhin schon mal. Auch dieses Flugzeug musste zu der Zeit natürlich schon wahnsinnig viel Kritik einstecken. Dummerweise auch von den eigenen Ingenieuren, die vor allem an dem ganzen Projekt den Zeitdruck kritisierten, den man ihnen machte. Sie sagten im Nachhinein, dass man wohl vieles anders gebaut hätte, wenn man einfach mehr Zeit gehabt hätte. Aber immerhin dieses Wettrennen um das erste Überschallpassagierflugzeug in der Luft, das hatte man jetzt mit der Tu-144 gegen die westlichen Mächte gewonnen. Bei der Concorde dauerte es dann noch bis zum 2. März 1969, also gestern vor 50 Jahren, da fand dann der Erstflug der Concorde statt, der dauerte nur 29 Minuten, wurde über Frankreich durchgeführt. Damit startete gleichzeitig dann auch das fast 5500 Flugstunden umfassende Testprogramm der Concorde, das aufwendigste und am meisten Flugstunden umfassende Testprogramm für ein Verkehrsflugzeug bis jetzt, bei dem dann im Oktober 1969 auch zum ersten Mal Mach 1 überschritten wurde und im November des nächsten Jahres dann auch Mach 2 überschritten wurde, wobei sich die Concorde teilweise auf über 120 Grad erhitzte. Während man das Flugzeug dann in den nächsten Monaten und in den nächsten Jahren für den ersten Einsatz bei einer Fluggesellschaft vorbereitete, für den Passagierbetrieb vorbereitete, wurde das Programm der Russen durch den Absturz einer Tupolev Tu-144 bei der Pariser Luftfahrtschau im Jahr 1973 ein ganzes Stück zurückgeworfen. 1976 startete die Concorde dann ihren Passagierbetrieb, die Tu-144 folgte mit ihrem Passagierbetrieb Ende 1977. Was heute daraus geworden ist, wissen wir alle, aber beide Flugzeuge sind natürlich, die Concorde jetzt ziemlich genau 50 Jahre nach ihrem Erstflug, immer noch absolute Legenden, aber das ganze Concorde-Projekt hat überraschend viele Ähnlichkeiten zum A380, oder nicht? Gut, aber bevor wir das vergessen, die Kosten, die haben sich übrigens, bis man das Flugzeug dann irgendwann tatsächlich in Dienst gestellt hatte, die haben sich fast verachtfacht. Ganz zu schweigen von dem wirtschaftlichen Erfolg, der bei beiden Flugzeugen ja leider ausblieb. Aber gut, damit soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen dabei. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Euch allen noch einen schönen Sonntagabend. Ich freue mich wie immer über Feedback zum Video. Ich freue mich auf eure Kommentare. Bis morgen und tschüss.